Ihr sollt aber wirklich hier das Ding absichern. Für den Fall, dass der Gegner meint, da reinkommen zu müssen. Ah, ich weiß schon, was hilft. Zwei Angstfallen dürften da reichen. Die magische Tür ist vielleicht nicht so stabil wie eine Stahltür, schleudert aber Feuerbälle auf Eindringlinge. Ah, das klingt nicht gesund. Mann, das gibt's doch nicht. Können wir die umgehen? Ja, hier könnte man theoretisch die magische Tür umgehen, indem man hier zur Lava baut. So. Ich brauche einen Imp hier. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Genau, gibt mir Geld. Wenigstens haben so die toten Gegner eine Sache zu tun. Mir ein bisschen Geld geben, was ich sonst nicht hätte. Und einmal da reinbuddeln, bitte. So, da. Die Kreaturen haben wir schon. Oh, wir haben 6 Salamander. Die Angstfallen sind gebaut. Das dürfte die Gegner da von uns fernhalten. Dafür kommen sie da in Strömen. Das sind zum Glück nur Level 1 Gegner, die nicht so viel auf dem Kasten haben. Währenddessen sammle ich ja schon mal fleißig mir fällt gerade so was auf. Theoretisch hätte ich auch einfach hier neben der Tür eine Mauer reingraben können. Ich bleib jetzt wirklich mal bei 6 Imps fürs Erste. Bis ich mir von meiner Mana-Auslastung mehr leisten kann. Es ist Zeit. Juhu, ich habe kein Geld, um meine Leute zu bezahlen. Jo, ich brauche ein Casino. Habe ich schon Unglückliche? Nö. Noch nicht. Ich habe nicht mal annähernd das Geld, um meine Leute bezahlen zu können. Und ich kriege immer mehr. So, jetzt habe ich wenigstens etwas Gold. Ah, zur Not, wenn es fürs Erste sein muss, reiße ich den Trainingsraum ab und mache ein kleines Casino dorthin erstmal. Versetze meinen Trainingsraum dann nach hier oben. Wenigstens sind sie nicht unglücklich geworden, jedenfalls noch nicht.
eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ims Abmarsch. Eine Schatzkammer, um welches Gold zu lagern, bitte. Wie viel kostet das Casino? 750 und ein Trainingsraum 500. Okay, dann muss das jetzt leider mal sein. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Ja, ich brauche einen Trainingsraum, um Geschöpfe auszubilden. Ich brauche ein Casino, um Geschöpfe glücklich zu machen. Die Mission erweist sich echt als Krampf. Aber, oh, da oben gibt's... Da ist eine Mana-Gruft. Gott sei Dank ist hier was... Nützliches. Würdet ihr bitte aufstehen, ihr Teufler, und die Wache angreifen? Dankeschön. Euer Casino ist zu klein. Das weiß ich. Die Gegner sind alle tot. Sind alle meine Echsen in Ordnung? Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Ah ja, das ist mir klar. So. Jetzt könnt ihr hier bei der Hühnerfarm. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ach, da steht noch eine Elfe im Weg rum. Ims, die nichts zu tun haben, habe ich ein paar hin. So. Ja, ihr könnt ruhig verrecken und mir Geld geben. So, denn jetzt kann ich hier ein Casino, was mit Geld bringt, einstellen. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Schnell abreißen, bevor ich jetzt auch noch dunkle Elfen krieg. Langsam nimmt das Form an. Alle Ims abziehen. So schnell wie möglich. Nein, das hüllt ihr jetzt erstmal nicht aus. Ihr bleibt schön in meiner Basis. Oder noch besser, ich setze euch erstmal hier oben alle ab. Da könnt ihr schon mal keinen Schaden anrichten, beziehungsweise nicht in euren Tod, in eure Verderbnis laufen. Obwohl, jetzt sind die gegnerischen Helden weg, jetzt könnt ihr hier mal weiter graben. Das könnte sich ein bisschen ziehen wieder. Okay, ich glaube, wir hüllen hier auch den ganzen Bereich aus. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft.
Jawohl, und dadurch steigt mein Mana-Einkommen auf einem gegnerischen Raum immense. Ach, sehr schön. Hier kann ich nirgends durchbuddeln, ne? Aber hier oben komme ich an das bisschen Gold ran. Sehr schön. Hier kann dann der neue Trainingsraum hin. Auch wenn der ein bisschen weit weg wäre. Aber erstmal das Casino ein bisschen größer machen. Uns das bisschen Gold schnappen, was die so liegen lassen. Ich mache das Casino hier wahrscheinlich auf die ganze Größe hoch. Trainingsraum, yo, ich weiß, dass wir den brauchen. Was liegt hier dahinter? Das sieht verdächtig aus. Ah, hier hinter ist nichts. Da könnte aber trotzdem was dahinter sein. Ja, sehr schön. Und ja, ich spare mir jetzt das Mana hier. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich es habe, wenn ich es brauche, um Horny zu rufen. Okay. Euer Casino ist zu klein. Ja, ja. Oh. Aua. Na, da kannst du sicherlich nicht mehr treffen. Gibt's hier hinten noch was Interessantes? Wow. Er sagt, da hinten sich auszubreiten, das rentiert sich. Ah, dazu muss erstmal diese blöde Kanone da weg. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Das glaube ich zwar nicht wirklich. Wow, nein, nein, nein. Das machen wir anders. Allesamt. Ich bin schon stark genug, um den Landesherrn zu töten. Ruft also Horny herbei, setzt ihn in der Nähe der Festungsanlagen im Norden und Osten ein und genießt die Zerstörungen, die er anrichtet. Braucht ihr von Zeit zu Zeit ein wenig Hilfe? Ihr dürft mich gerne rufen. Doch wenn ich komme, muss ich auch töten. Also sorgt dafür, dass es Gegner gibt, die ich umbringen kann, sonst... Wenn es nicht genug Nahrung für meinen Blutdurst gibt und eure Krieger stehen mir im Weg herum, werde ich sie stattdessen vernichten. Okay, das klingt... Es ist Zahltag. Also ja, können wir den Horny hier rufen? Schickt ihn los gegen die Helden im Nordosten und vernichtet sie. Keeper... Falls Horny euch zu aufsässig wird, könnt ihr ihn mit einem einzigen Klaps aus eurem Reich hinauswerfen.